Youngstown, Ohio. Der König der Make America Great Bewegung nutzt die bevorstehenden Midterms, um mit seinen Lügen Stimmung zu machen. Die Wahlen wurden manipuliert und gestohlen. Nun wird unser Land zerstört. Nach Trumps Rede salutiert die Menge mit der Geste von QAnon. Immer offener umarmt Trump all jene, die an eine Verschwörung in Amerika glauben. Doch Trump ist damit keine Ausnahme, sondern setzt eine jahrzehntelange Tradition seiner Partei fort. Das belegt jetzt der Journalist David Korn mit seiner Recherche. American Psychosis, eine historische Spurensuche, wie die Republikanische Partei wahnsinnig geworden ist. So der Titel. Mein Buch legt innerhalb eines Zeitraums von 70 Jahren das offen, was man als dunkle Seite der Republikanischen Partei bezeichnen kann. Also wie die Partei Fanatismus und Extremismus von rechts außen befördert hat. Also Verschwörungsmythen, Rassismus, Paranoia, Fanatismus, Tribalismus und damit alles, was ich unter Extremismus verstehe. 6. Januar 2021. Befeuert von Trumps Lüge einer gestohlenen Wahl, stürmt ein Mob das Kapitol. Eine bewusste Strategie Trumps, stellt später der Untersuchungsausschuss fest. Höhepunkt einer Entwicklung, die in den 1940er Jahren beginnt. Die New Deal-Politik des Demokraten Franklin D. Roosevelt drängt die Republikaner ins Abseits. Republikaner Joe McCarthy sorgt 1950 mit angeblichen Enthüllungen einer kommunistischen Verschwörung für Panik. Die Regierung sei von Sowjetagenten unterwandert. Verteidigungsminister George Marshall, berühmt für den Marshall-Plan, deren Anführer. Es war vollkommen irre und irrational. Und immer geht es um den inneren Feind. Das sagt im Übrigen auch QAnon. Dass es eine Elite gibt, die den Plan hat, Amerika zu zerstören und eine Diktatur von innen heraus zu errichten. Im Kern geht es um dasselbe. 1964 erhebt Republikaner Barry Goldwater dieses Denken zur Parteiraison. Für seine Präsidentschaftskandidatur sucht er bei einer einflussreichen Lobbygruppe Unterstützung, in der sich Antisemiten, Rassisten und Verschwörungsgläubige vernetzen. Deren Gründer Robert Welch behauptet, dass die gesamte Regierung in kommunistischer Hand sei und einem Masterplan von Geheimgruppen wie den Illuminaten folge. Doch dieser Irrsinn hält Goldwater nicht davon ab, zehntausende Mitglieder der Birch Society für seinen Wahlkampf zu nutzen und den Extremismus offiziell zu adeln. Zwar verliert Goldwater die Wahl, doch die extremen Ränder gehören seitdem zur republikanischen Basis. In ihrer gesamten Geschichte hat die Republikanische Partei das so nie anerkannt, sondern von sich gewiesen. Wie den verrückten Onkel, den man auf dem Dachboden versteckt. Republikaner, die man vielleicht für vernünftig und gemäßigt halten würde, befeuerten zwar nicht explizit Extremismus, aber sie nutzten diesen dennoch, um Wähler zu gewinnen. An George H.W. Bush erinnert sich die Nation heute als gemäßigten Republikaner. 1988 tritt er im Präsidentschaftswahlkampf parteiintern gegen den evangelikalen Pat Robertson an. Der TV-Prediger unterliegt, doch seine Anhänger organisieren sich fortan in der Partei. 1991 bringt Robertson seine Weltsicht in Buchform. Freimaurer, Illuminaten, Kommunisten und jüdische Banker würden im Auftrag Satans die Welt in eine Diktatur verwandeln. Doch trotz dieses Extremismus sucht Bush den Schulterschluss mit ihm. An Millionen evangelikaler Wähler kommt kein Republikaner vorbei. George H.W. Bush geht also zu Pat Robertsons jährlicher Konferenz seiner christlichen Lobbygruppe und bezeichnet ihn als großen spirituellen Führer. Hier haben wir das Beispiel eines relativ vernünftigen Republikaners, der dennoch Pat Robertson anerkennt und seiner Gefolgschaft vermittelt, dass sie auf ihn hören soll. Und dass dieser einen legitimen Platz in der amerikanischen Politik hat. Obamas Präsidentschaftskandidatur 2008 löst bei den Republikanern einen extremistischen Schub aus. Obama als Feind Amerikas zu verteufeln, darauf zielen John McCain und Sarah Palin in ihrer Kampagne ab. I'm John McCain and I approve this message.
Obama sei mit Terroristen befreundet und zu riskant für Amerika, so der Spot. Gemeint ist die lose Verbindung Obamas zu Bill Ayers, Gründer der linksmilitanten Gruppe Weather Underground. Später behauptet Palin, dass Obama mit seiner Gesundheitspolitik Todestribunale für Senioren einführen wolle. Innerhalb kurzer Zeit glauben ihr 30% der Amerikaner. McCain und Palin geben den irrationalsten Instinkten ihrer Wähler Futter, schreibt Korn. Das Verschwörungsmotiv war schon immer ein Schlüsselelement der Republikanischen Partei und ihrer Basis. Und genau dieser Aspekt bekommt immer mehr Bedeutung. Von Palin über die Tea Party bis hin zu Trump. Er wird immer wichtiger, weil er von Top-Republikanern befeuert wird. Mit Trump bekennt sich die Partei heute offen zum Extremismus. Gerade hat er angekündigt, dass er sehr, sehr, sehr wahrscheinlich 2024 erneut als Präsident antrete. An ihm kommt heute kein Republikaner mehr vorbei. Die Basis steht hinter ihm. 61% der Republikaner und mehr als die Hälfte der republikanischen Kandidaten der Midterms folgen Trumps Lüge einer gestohlenen Wahl, torpedieren damit Grundwerte der Demokratie. Wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus oder den Senat gewinnen, dann wird die Lehre daraus sein, dass sie Gewalt anstiften und rechtfertigen können, die verrücktesten Verschwörungsmythen verbreiten und sogar versuchen können, Wahlen zu kippen. Und wissen Sie was? Sie bleiben trotzdem an der Macht. Wäre die Grand Old Party ein Patient, dann wäre eine Therapie derzeit sinnlos. Noch sind die Gewinne der amerikanischen Psychose für die Republikaner zu groß und die Bereitschaft der Partei zu gering, sich selbst zu ändern. Doch das ist Voraussetzung für jede Form der Heilung.